Hi Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Wir müssen uns jetzt der Hydra stellen, denn da gibt es auch noch etwas Nennenswertes. Insofern sie uns nicht beschießt. Nicht gut. Hallo Mr. Hydra, bin hier. Nicht beschießen. Man kann übrigens nicht zu ihr vorne hinlaufen, denn hier ist ein Abgrund. Man muss ihr einen Kopf nach dem anderen abschneiden. Wie ihr seht. Und es ist egal, wie viel Schaden wir machen. Sie stirbt nur, wenn die Köpfe ab sind. Noch ein Kopf weniger. Das Schlimme ist, die Köpfe sind alle so unterschiedlich weg. Es lohnt sich meistens schon im Vornherein loszurennen, noch bevor sie nicht irgendwas tut. Ein Kopf ist geblieben. Ja, den erwischt man nicht. Feuer, ja, erwischt man. Schön. Sehr schön. Irgendwie muss es ja funktionieren. Denn hier ist ein Abgrund, Leute. Ihr seht es vielleicht. Wir haben einen Drachenstein und den Dusk-Kronenring bekommen. Was ist das wohl? Schauen wir uns das mal an. Der Dusk-Kronenring. Gewährt zusätzliche Magie, aber halbiert Trefferpunkte. Leider für uns nicht von Wert. Nee, überhaupt nicht. So, an dieser Stelle hier gibt es auch einen Trick. Man muss sich nämlich... Also ein kleines Geheimnis, ein kleines, ganz kleines Secret... Man muss sich hier entlang bewegen. Also wirklich am Rand zu. Ich kann schwören, ich habe was gehört. Hier am Rand lang bewegen. Denn irgendwo hört einfach der Boden auf und es ist sowieso intelligenter, so halb am Rand zu laufen. Da kann man so halbwegs sprinten. Wie ihr seht. So, hier lohnt es sich übrigens... Einmal das Spiel zu beenden und zu laden. Ja, muss ich jetzt einmal leider machen, tut mir leid. Einmal die Partie beenden, ja, speichert automatisch. Ich zeige das jetzt wirklich mit dem Beenden und dem Laden und alles, damit ihr das mal seht, was man da machen muss. Beziehungsweise warum. Denn im Gegensatz zu Dark Souls 2 übernimmt Dark Souls erst Änderungen nach einem Neustart des Spieles, beziehungsweise des Neuladen des Spielstandes. Und deswegen geht ja relativ schnell, ist ja auf dem PC. Im Vergleich zu der Konsole hätte man länger gewartet. Oh, jetzt ruckelt's. Da. So. Denn da hinten ist jetzt ein Gegner gespawnt. Ebenfalls einer dieser Kristallriesen. Jedoch ist dieser hier anders. Er ist was Sonderbares, denn er hat erstens eine andere Farbe. Und teilt auch ein bisschen heftiger aus. Warum? Sie war darin gefangen. It is thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseo. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseo, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? My heart
heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. Thou art in need. Pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Aus einer lang vergangenen Zeit, da wo auch Sir Torres herkommt, denn er ist ja bekanntlich bei uns schon tot, also in Dark Souls, aber in Overseal ist er mehr als nur lebendig. Und wir müssen dem Schrecken dort ein Ende bereiten. Und deswegen sagt sie, sie wird ihre Signatur einritzen, um, damit wir ihr helfen können, oder sie uns eher gesagt. Wobei das ich nicht glaube, dass sie uns wirklich helfen kann oder möchte. Oh Leute, zwei Folgen, zwei Bosse. Ist das nicht schön? Hintereinander ein Boss? Naja, okay, die Hydra ist jetzt nicht wirklich ein Boss. Es gibt noch eine Hydra übrigens. Da waren wir noch gar nicht, stimmt. Da waren wir wirklich noch gar nicht. Oh, da seht ihr, eine Signatur. Dusk of Ulysseum. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. For a very long time, I was trapped within the crystal golem. From my home, I was taken, banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. The sorceries of Ulysseal differ from the magic of thine age. It is difficult to explain. Ulysseal's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? The sorcery is it is all thine. Is there not Ja, okay. Sie hat nichts mehr zu sagen, aber sie hat vieles zu verkaufen. Aber das alles bringt uns eigentlich nichts, aber ich kaufe es einfach mal, damit ich es hab. Obwohl, ich könnte, theoretisch könnte ich mit dem Zauber Reparatur kaufen. 10.000 Seelen, verborgene Waffe, Reparatur, Chamäleon. Lichtschein. Ah, ja, damit sind wir ganz gut aufgehoben. Reparatur kaufen wir auch mal. So. I only wish to be of some genuine assistance. May the flames. Mögen die Flammen euch leiten. So. Normalerweise im Archiv des Herzogs bei dem einen blauen Kristallgolem finden wir ein Item. Insofern wir sie hier schon befreit haben, glaube ich. Und danach, wenn man das Spiel nochmal neu startet, ist da hinten wieder was. Und zwar der Zugang zum DLC-Gebiet. Wir werden das DLC noch nicht in Angriff nehmen. Das ist immer noch ein bisschen zu schwach. Sondern wir werden jetzt erstmal gründlich überlegen, was wir überhaupt tun. Ich meine, ich habe jetzt schon vieles getan. Gut, noch nicht alles, klar, aber einiges habe ich schon hinter mir. Wir gehen jetzt erstmal wieder zum Leuchtfeuer. Ja, Havel ist ja tot. Armer Havel. Schön war es mit ihm. Stadt der Untoten. Naja. Ein sehr unschönes Gebiet, wie ich sagen darf. Zu sagen finde. Wir dürfen uns noch dem roten Drachen messen. Das möchte ich auf jeden Fall noch tun. Denn der ist nicht gerade zimperlich mit uns. Oh, das war zu früh. Zu früh. Geht doch. Ich mag nämlich nicht die Schläge, wenn sie so aufladen. Das ist... Komme ich nicht ganz klar damit. So am besten jetzt nicht mehr treffen lassen. Könnte fatal enden.
Ich will doch nur zum Leuchtfeuer. Leute, lasst mich mal durch. Tja, du hast es nicht anders gewollt. Au. Au. Boah, ich habe mich erschreckt. Weil da irgendwas da rechts ganz kurz war. Bloß nicht runterfallen, das wäre gar nicht mal so gut. Hey, wie hat er das Rufzeichen hingesetzt? Na gut, wir setzen uns mal ins Feuer. Oh, da war ganz schön nah an uns ran. So, ah, wir könnten aufsteigen. Wir könnten aufsteigen. 2, 3. 3 Level, cool. 1 Leben, Stärke und Zauberei. 2 Slots, die brauche ich sogar. So, jetzt können wir die Zauberei einstimmen. Jetzt wird's lustig. Wir haben Giftnebel, innere Kraft und dann hier explosive Wucht. Oh, da brauchen wir aber viel. Sonnenlichtschwert haben wir. Wo haben wir das Sonnenlichtschwert her? Ach ja. Nee, weiß ich nicht. Lichtschein, Reparatur kosten 14 Wille. Wie viel habe ich denn? Nee, 14 Int. Oh, müsste ich 3 Level rein investieren. Autsch. Leute, wisst ihr was? Ich versuche mal, mich mit dem Drachen zu messen. Vielleicht lässt er uns ja machen, der Sack. Ja, vielleicht, wer weiß, ne? Uah, ruckel, ruckel. Hehe. Wow, 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 ich bin gar nicht da. Boah, wo kommst du her? So, Drache. Komm mal runter da. Komm mal runter. Komm, lass uns spielen. Ich bräuchte eigentlich mehr Feuerabwehr. Ich muss meine Ausrüstung optimieren. Ich werde wahrscheinlich sowieso jetzt sterben. Oh, bitte, lieber Drache. Oh, bitte, lieber Drache. Wenn ich es noch schaffen würde, ihm den Schwanz abzuschlagen, wäre es genial. Wir machen, glaube ich, nicht genug Schaden. Oh, oh. Ich bin gar nicht da. Ja, ja. Autsch. Da spuckt er schon wieder Feuer. Jetzt haut er ab. Jetzt rennt er da hinten rum. Das ist ganz gefährlich. Ganz, ganz, ganz gefährlich. So, jetzt resettet er einmal. Jetzt kommt er gleich wieder runter. Uhuhu. Oh, das war blöd. Das war blöd von mir. Ach, das werde ich schon schaukeln. Na komm runter. Mein lieber Drachenfreund. Möchtest du, dass ich draufgehe oder was? Ich habe dir noch nicht genug Schaden gemacht. Und ich möchte dir gerne den Schwanz abschlagen, weil dann bekomme ich eine Waffe von dir. Na, wie wäre das? Du und ich. Wir zwei. Komm runter. Zehntausend Seelen bringt er. Mehr nicht. Lustig, oder? Ach, die Schritte, die ihr hört, die sind von dem Kumpel hier unten. Jetzt schauen wir mal, wie viel bräuchten wir denn noch? Oh! Oh, hello there. Forgive me. I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son. Not in Anor Londo, nor in Twilight Blight Town. Where else might my son be? Lost Izalith? Or the Tomb of the Gravelord? But I cannot give up.
I became undead to pursue this. But when I peer at the sun up above, it occurs to me, what if I am seen as a laughingstock? As a blind fool without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body. If only I could be so... Ja, du wirst auch einmal groß und glänzend sein. Ja, okay. Ja, ja, ja. Hier kann man nun, wie gesagt, einen Konvenant beitreten und er hier scheint langsam den Verstand zu verlieren. Aber es war wichtig, dass wir ihn hier treffen, denn er soll uns ja weiterhin begleiten. Jetzt habe ich bloß vergessen, wo ich alles hin muss, um das zu triggern, dass er uns wirklich bis zum Endboss begleitet. Und wo muss ich hin? Ah! Nito. Nito steht an. Nito und die vier Könige. Waren es drei Fürstenscherben oder vier? Bin ich mir unsicher. Erstmal nach Anolondo. Denn ich brauche noch ein wichtiges kleines Item. Ganz, ganz wichtiges kleines Item. Für das DLC. Aber hier an dieser Stelle sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Dark Souls. Macht's gut und tschüss.